Hiya Logistik-Expertinnen, Experten! Willkommen zurück zu Dead Space. Wir müssen einen Marker verschippern. Und dazu müssen wir in den Frachtraum. So, geht's hier lang? Ja, Monorail-Station. Alles klar, jetzt aber flott. Wir wollen das Ding vom Schiff runter haben, denn es weiß nichts Gutes, wie wir wissen. Flugdeck Monorail-Steuerung. Oh. Mr. Clark, wir nähern uns dem Hangar. Wir erwarten Sie dort mit dem Marker. Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Ja, Amelia, bald. Wir schicken das Kollektiv zurück in die Dunkelheit. Schön, dass du dem Kerl unser einziges Shuttle gegeben hast. Scheiße, Isaac. Was du da getötet hast, ihre Biomasse läuft in den Frachtraum. Sie setzt sich wieder zusammen zu irgendwas Riesigem und der Marker ist direkt in der Mitte. Wie zum Henker sollen wir das schaffen? Ich habe die Frachtkerne der Ishimura. Sie können ein halbes Lager an Ausrüstung transportieren. Wenn das, was da unten ist, um den Marker kämpfen will, bin ich dabei. Deaktiviere die Sicherheitsvorkehrungen. Aber mal schnell, die kritischen Systeme versagen schon. Ja, Isaac, er ist da ziemlich selbstbewusst dafür, dass er nur ein Ingenieur ist. So, oh Gott, meine Munition geht langsam ein bisschen zur Neige. Aber reicht ja vielleicht noch. Gefahr. Eindämmungsfelder nähern sich der maximalen Kapazität. Alter, wie das hier aussieht. Ist da noch mehr von euch Spinnern? Ich sehe gerade keinen. Ja, bringt uns halt nichts, ne? Wir haben schon alles gemacht soweit. Da so die ganze Zeit, sind das die Eindämmungsfelder? Gefahr. Wow. Eindämmungsfelder nähern sich der maximalen Kapazität. I want more Peng. Ich hab Peng? Nicht dein Ernst, das war jetzt einfach so ein Schrank. Ein faszinierendes Artefakt aus der Vergangenheit. Verkauft es im Shop, um Credits zu erhalten. Ernsthaft? Das war's schon mit Peng. Ich dachte, da. Oh nein, schade. Ich dachte, das wird noch ein bisschen lustiger, dass man das findet oder so, aber nö. Der Kerl war das also. Oh. Hast du mich hart ein Upgrade? Für was? Energiekanone, das letzte Upgrade. So eine tolle Biomasse. Ist nichts mehr mit Festhalten vom Marker, ja? So, können wir das mal angucken.
Notfall. Das gesamte Personal begibt sich sofort in die ihnen zugewiesene Sicherheitszone. Ja, ja, ja. So, was haben wir denn hier? Gravitationsfelder halten viel länger an. Größere Radius und machen Schaden. Ja. Ja, cool. Ist doch ganz schön. Dass mit ein bisschen Munition, was wir haben, irgendwie ausgeht. Oh, hi. Da soll ich wieder erwischt. War das zwei? Was ist das? Frachtbergen? Gleich, ja. Wir ein bisschen mich sortieren. Freigabe bestätigt. Aha, da springt doch bestimmt gleich was raus hier irgendwo. Oh, schon wieder der Marker. Das finde ich voll den geilen Effekt, dass alles so verschwimmt. Lass mal fein. So viel Munition wieder. Jetzt müssen wir erstmal die Fracht bergen und dann muss ich das irgendwie da rüberfahren. Wo es im Endeffekt rausgeht. Ich weiß noch nicht so ganz wo, aber es müsste eigentlich hier irgendwo sein. Na, fantastisch. Oh shit. Kabelspannung liegt außerhalb der sicheren Betriebsgrenzen. Fehlfunktion des Krans steht bevor. Komm schon, komm schon! Du bist viel. Oh, das war's schon. Oh. Vorsicht, Zugangsbrücke verhindert den Transfer. Vorsicht, Zugangsbrücke verhindert den Transfer.
Zugangsbrücke behindert den Transfer. Ja. Ich muss die Brücke mal hochklappen. Au! Vorsicht! Zugangsbrücke behindert den Transfer. Muss es denn noch hingefahren werden, sag mal? Zu B2? Ah! Oh shit! Oh nein! Den Transfer. Nein, verpiss dich! Gut, dass sie so viel Heilung haben fallen lassen gerade. Sie kommen aber auch ohne sich anzukündigen, diese Penner. Ich registriere einen Frachttransfer zum Hangar. Ja, Marke. Gut gemacht, Mr. Clark. Wir sind unterwegs. Kein. Ihre Flugroute führt über Luftschleuse 19. Ich komme vom Computerkern aus dorthin. Ja, wir holen Sie dort ab. Schaffst du es allein zur Luftschleuse? Die Kameras fangen keine Bewegungen ein. Ich werde einfach rennen. Wünsch mir Glück. Ja, viel Glück. Und so. Scheiße. Das ist eine fiese Stelle. Notfall. Das gesamte Personal begibt sich sofort in die ihm zugewiesene Sicherheitszone. Oh. Wie viel Money habe ich denn überhaupt noch? Strukturelle Ach, ja. Integrität beeinträchtigt. Ah! Egal. Ich renne einfach. Ah! Rennen bringt auch nicht immer was. So. 30.000 Gepäng. Oh, das ist ja geil. Ich überlege gerade, ob ich mir doch ein bisschen Munition kaufe, aber nee. Also wenn ich es geschickt, oder eigentlich müsste ich ja intelligenterweise Lebensenergie kaufen. Aber ihr seht ja, die Gegner lassen gut was fallen. Scheiße, das ist mein Bruder auf dem Monitor. Er ist an der Luftschleuse. Lass dich von diesem Ort nicht unterkriegen. Kendra, wir haben keine Zeit mehr. Er ist nicht da. Ich kann es schaffen, wenn ich renne. Komm schon. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert.
Einfach ruhig bleiben, dann geht das schon. Quarantäne aufgehoben. Die haben, glaube ich, was dagegen, dass ich hier da ans Verladedeck gehe. Ja, eigentlich hat Kendra recht, es war schon echt leichtsinnig, Dr. Kyle unser einziges Schiff zu geben. Ja, das ist jetzt kein Spoiler, das war in den Texten ja schon beschrieben. Amelia ist tot, das wisst ihr, ne? Seine Frau. Und er redet die ganze Zeit mit ihr und Kendra hat ja auch ihren toten Bruder schon gesehen. Oha. Das ist immer fette Kabelbündel. Aktiviert. Sehr schön. Ach, guck mal hier. Freigabe bestätigt. Ui, das war was Teures. Der Marker hier müsste er sein, ha? Huh? Hier müsste er hochkommen dann. Ach, guck mal. Wer vom Teufel spricht. Eine Batterie. Irgendwo einsetzen. Gab's hier einen Slot für die Batterie oder spinne ich jetzt? Ich lasse die erstmal da schweben. Wir werden es ja gleich sehen. Well, well.
War gut. Alles klar, machen wir das mal fit hier. Scheiße. Au. Kackfee. Sie fühlt sich komplett zerlegt, ja. Jetzt wirst du, wo das Ding ist. So. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal den Strom umstellen. Schienen oder Ladeklappe. Boah, jetzt weiß ich nicht, wo das Item von dir ist, du Mistvieh. Egal, komm. Kleiner Kacker. Wow. Das Blut, wie so im luftleeren Raum hier rumschwebt, wie geil. Umständlich. Aber es, ich weiß, es ist ja logisch. Ist es logisch? Naja. Schwerelosigkeit deaktiviert. Er ist an Bord. Kommen Sie schnell! Öffnen Sie die Luke für ihn. So, Isaac hat geregelt. Nicole, ist sie hier? Wir stellen sie ins Wasser. Beeilen Sie sich, bevor noch mehr Dr. Kai. Sorry, Isaac. Ich konnte ihm den Marker nicht anvertrauen. Kendra, was machst du da? Wofür mich meine Abteilung hergeschickt hat. Auch wenn mich die Verla nicht wie geplant rausholen konnte. Abteilung? Wer bist du? Ich arbeite für EarthGov. Ich kümmere mich um ein sehr altes Problem. Ich sagte dir und Hammond schon, dass Aegis 7 tabu ist.
Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt. Der Marker? Das göttliche Artefakt? Wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Selbst Kain hat es nicht mitbekommen. Der erste Marker wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Egge 7. Das Resultat ist bekannt. Eine Geschichte des Schreckens. Ich dachte, die alten Berichte wären Hysterie, doch dann sah ich, was ich sah. Das System wurde völlig abgeriegelt, alle Aufzeichnungen vernichtet, bis die CEC gierig wurde. Sie haben Aegis 7 auseinandergenommen und zum Leben erweckt, was das Forschungsteam zurückließ. Also hat Earthcorp dich geschickt, um alles zu vertuschen. Mist, wir müssen den Marker zurückbringen. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Und übrigens, wir waren ein tolles Team. Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du bist ein verdammt guter Ingenieur. Dein Experiment wird uns alle umbringen! Daniels! Wow. Diese elendige... No, es war alles umsonst. Sie hat es einfach verraten. Und Dr. Kain ist tot. Isaac, komm, hier ist Nicole. Wo bist du? Im Flugsteuerungsraum. Bitte komm sofort zu mir her. Noch gibt es einen Weg hier raus, aber wir müssen uns beeilen. Ja, Nicole. Sie lässt uns nicht im Stich. Ja, komm, Isaac, wir haben Zeit. Dann will ich mir wirklich. Jetzt wird er wieder. Strukturelle Integrität beeinträchtigt. Oh. Ach, guck mal, hier ist das zweite Easter Egg, oder? Mal die Biomasse. Sorry, komm, ich habe keine Zeit für dich. Nicole! Da bist du ja. Gott sei Dank bist du hier. Das Schiff bricht auseinander. Ich habe alles gesehen. Deine Ermittlungen. Wasser. Was mit uns passiert ist. Wir müssen nicht darüber reden. Es tut mir alles so leid. Ich wollte, dass du das weißt. Ist schon okay, Isaac. Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Ja gut, aber... Ja gut, aber... Hoffnung. Du kannst das Shuttle zurückrufen und es von hier fernsteuern. Hol den Marker, dann bringen wir ihn nach Aegis 7 zurück. Du kannst uns wieder vollkommen machen. Ich will's nur wieder in Ordnung bringen. Das schaffen wir zusammen. Aha. Der Call ist komisch. Rückruf des Shuttles USG-09. Vorbereitung zum ferngesteuerten Andocken läuft. Verdammt, Isaac, du weißt nicht, was du tust. Ich weiß, dass ich jetzt das Richtige tue. Scheiße! Warnung. Rettungskapsel von Shuttle USG-09 gestartet. Rettungskapsel. Verdammt, wir haben sie verloren. Das spielt keine Rolle. Sie kann dem Schicksal nicht entgehen. Wer kann das schon? Ja, herzliches Wiedersehen mit Nicole, ne?
guckt sie halt auch die ganze Zeit an. Es geht los. Isaac? Ich weiß. Die Ishimura ist hinüber. Wenn wir im Shuttle sind, wird es kein Zurück mehr. Sieh nicht zurück. Geh. Ich programmiere das Shuttle mit der Flugroute nach Aegis 7, dann komme ich an Bord. Lass mich nicht warten. Niemals wieder. Ich liebe dich. Ich weiß, aber... Okay, Leute. Hier ist leider schon mal Schluss für den Part. Das war's. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Wenn ihr liken mögt, dann tut das. Kommentieren auch gerne. Und wir sehen uns wieder zu Dead Space. Bis dann. Tschüss.